unserer Welt. Du strahlst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werd ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Herr aller Zeiten, du bist hoch erhaben, herrlich im Himmel erhöht. Doch voller Demut kommst du auf die Erde, zeigst, worin Liebe besteht. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Herr, nie begreife ich die getragen hast. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Soldaten warten dort am Grab, 3 Tage doch umsonst. Sein Körper lag nicht länger da, Gott hat das Grab geräumt, Gott hat das Grab geräumt. Ganz herzliches Willkommen hier bei uns in dem Familien- und Gemeindezentrum Waldfrieden. Es ist genau 98 Tage her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, und das war an Weihnachten an unserem Weihnachtsgottesdienst. Wir sind euch sehr dankbar für die ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, und es war so schön zu lesen und zu hören, was für ein Segen der Gottesdienst für euch war. Darum haben wir diesmal beschlossen, nicht nur einen Gottesdienst mit euch zu feiern, sondern euch die ganzen Ostertage mitzunehmen. Es wird eine Predigtreihe geben, wo Micky sich an verschiedene Orte begeben wird, wo auch Jesus war, und die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln sich anschauen wird. Aber beginnen werden wir hier am Abendmahlstisch, wo sich Jesus das letzte Mal mit seinen engsten Freunden getroffen hat. Und ihr fragt euch vielleicht,
warum feiern wir unseren großen Gottesdienst heute? Warum nicht am Ende, am Sonntag, einen großen Auferstehungsgottesdienst feiern, wo das große Happy End passiert? Aber wir haben uns ganz bewusst entschieden, unseren Gottesdienst am Anfang mit euch zu feiern. Weil ja, die Geschichte endet dort und dort zeigt sich die große Liebe Gottes. Aber diese Geschichte beginnt mit einer Entscheidung. Eine Entscheidung, die Jesus hier zu treffen hat. Denn er weiß, was vor ihm liegt. Er weiß, dass er unglaublich leiden wird. Er weiß, dass dieser Weg richtig hart für ihn und schwer für ihn wird. Und er ist ein Mensch. Er ist Gott und Mensch und er hat die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Er sieht die Verantwortung, die er tragen muss, die nur er tragen kann. Und er muss überlegen, gehe ich diesen Weg oder gehe ich ihn nicht? Übernehme ich die Verantwortung für die ganze Menschheit und ändere alles oder tue ich es nicht? Auch wir müssen Verantwortung tragen und genau das ist unser Thema heute, Verantwortung. Und wir haben eine junge Frau in der Gemeinde, die sich darüber einige Gedanken gemacht hat. Verantwortung übernehmen. Der Ausdruck Verantwortung übernehmen ist für mich intuitiv, irgendwie negativ. Ich denke dann sofort an einen Hund, der die Tulpen vom Nachbarbeet frisst. Und jetzt muss dein Herrchen Verantwortung übernehmen und sich entschuldigen und neue Tulpen pflanzen und sich bei einer Hundeschule anmelden. Das klingt immer nach einem Auftrag, den Erwachsene ausführen, obwohl sie nicht ganz wollen. Als Kleinkind hatte ich jederzeit die Möglichkeit, in solchen Momenten zu verschwinden, indem ich die Hände vor meinen Augen gehalten habe, wie dieser Emoji-Affe. Oh, wo ist die Belle? Sie ist weg, hat dann irgendjemand gesagt und mich darin bekräftigt, dass ich mich in Luft auflösen kann, wenn mir danach ist. Und dass ich zu bestimmten Momenten zurückkehren kann, wenn die Situation besser geworden ist. Naja, ich wende den Trick immer noch an, wenn es notwendig ist. Und mit notwendig meine ich in anstrengenden oder unangenehmen Situationen, von denen ich mich gerne wegzaubern will. Der Unterschied ist nur, dass ich nicht nur nicht weg bin, sondern dass auch die Situationen keinesfalls besser, eventuell schlechter werden. Und trotzdem versuche ich regelmäßig meine Verantwortung zu ignorieren, weil sie zu tragen mit Anstrengung verbunden ist, gerade in unangenehmen und anstrengenden Momenten. Und ich habe Verantwortung in vielen Lebensbereichen gleichzeitig. Beziehungen, Beruf, Haushalt, Tagesstruktur und noch tausend Dinge mehr. Das alles zusammen nennt sich dann Verantwortung für mich und mein Leben. Laut Google ist Verantwortung die Pflicht dafür zu sorgen, dass das Notwendige und Richtige getan wird und kein Schaden entsteht und für seine Handlungen einzustehen und ihre Folgen zu tragen. Und ich meine, das fasst ja im Grunde die komplette Lebensaufgabe zusammen. Ich handle schließlich immer und es hat auch immer Folgen. Es ist also eine Aufgabe, die ungefähr wie Atmen kein Wochenende und keine Mittagspause kennt. Nur, dass sie nicht automatisch erledigt wird, sondern im Gegenteil viel Aufmerksamkeit bedarf. Hinzu kommt, dass das Wort Pflicht immer nach Unfreiwilligkeit klingt. Und das stimmt ja auch. Mit dem Leben kommt auch die Verantwortung dafür, ob man will oder nicht. Und daher ist es eigentlich Blödsinn zu sagen oder zu denken, ich will die Verantwortung nicht, wenn die Sache längst entschieden ist. Ich trage die Verantwortung für mich. Immer. Die Pflicht, das Richtige zu tun, ist sicherlich ein großer Ausdruck. Denn was ist das Richtige schon? Das erfüllen zu wollen, klingt tatsächlich überwältigend. Aber ich halte es für Einstellungssache, sich davon motivieren, statt unter Druck setzen zu lassen. Verantwortung tragen ist mit Anstrengungen verbunden. Ja. Sie kennt keine Mittagspause. Sie verlangt Konsequenz, Disziplin, Reflexion, Fleiß und das Setzen von Grenzen. Aber die Verantwortung nicht zu tragen, ist nicht nur am Ende des Tages, sondern schon den ganzen Tag lang mindestens genauso anstrengend. Denn Prokrastination und die Augen vor den Dingen zu verschließen, scheint oberflächlich nur die beste Alternative zu sein. Scheint einen selbst endlich das von Verantwortung freie Erholungswochenende zu geben, das man sucht. Aber das täuscht. Es ist andersrum. Verantwortung übernehmen heißt auch, Gestaltungsfreiheit und Selbstwirksamkeit zu haben und zu genießen. Das Ganze ist so positiv, wie es nur sein könnte, weil es ein Beweis für die eigene Existenz ist, für den eigenen freien Geist. Ich will meine Hände nicht vor meinen Augen halten wie ein Emoji-Affe. Ich will nicht weg sein, denn es stimmt nicht. Ich bin da. Ich bin die ganze Zeit da. Und ich bleibe auch hier. Und was es auch immer für mich zu tun gibt, das werde ich gerne tun.
Ich habe ziemlich viele Beerdigungen gesehen. Manche sind weniger tragisch als andere, trotzdem kann man sich nie daran gewöhnen. Zu sterben gehört zum Leben dazu, sagen viele Leute, aber ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht daran gewöhnen. Wir spüren, dass wir für das Leben geschaffen worden sind und dass der Tod etwas außerhalb dieser Ordnung ist. Ich habe vor einigen Jahren einen Mann in meinem Alter hier verabschiedet. Hier im Haus gab es einen großen Trauergottesdienst und dieser Mann hatte eine tückische Krankheit. Gerade wo man dachte, dass er sich erholen würde, schlug die Krankheit wieder zu und wir konnten förmlich zusehen, wie das Leben in ihm immer weniger wurde. Es gibt einen Moment mit ihm, den ich gerne mit euch teilen würde. Es waren die allerletzten Tage seines Lebens, die größere Familie war zu Besuch, um sich quasi von ihm zu verabschieden und es war vielen klar, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie ihn lebend sehen würden. Er wurde dann mit dem Rollstuhl reingebracht in diesen Raum und als er mich sah, lächelte er kurz und dann fragte er mich tatsächlich, wie geht's dir? Ich war irritiert, ich habe so eine Frage von einem sterbenden Menschen sehr selten gehört oder fast nie gehört. Und normalerweise bin ich ja der Pastor, der den Kranken in seiner Situation besucht und ihm versucht, das Leben zu erleichtern. Ich sagte danach, komm jetzt, das ist doch egal. Und es war mir unangenehm, weil die Leute dann auf mich geschaut haben. Wie geht's dir denn, habe ich ihn dann gefragt. Wahrscheinlich die dümmste Frage, die man einem Sterbenden stellen kann. Und er sagte, na guck mich doch an. Nach ein paar Sekunden fragte er mich dann noch zwei Dinge. Er fragte mich nach meiner Arbeit und nach meinen Kindern. Er wollte wissen, wie es mir geht. Er wollte wissen, wie es mir geht und ich, Idiot, habe versucht, ihm zu erklären, dass diese seine Fragen nicht wichtig sind, dass seine Situation jetzt viel wichtiger ist, dass sich jetzt alles um ihn dreht. Ich konnte mich dann natürlich in der Bescheidenheit suhlen und konnte zeigen, dass ich jetzt nicht wichtig bin. Dabei habe ich überhaupt gar nicht geschnallt, dass er es satt hatte, dass sich alles nur um ihn dreht. Dass sich alles nur um seine Krankheit dreht. Er hat mich gebeten, dass ich das Fenster aufmache, ein bisschen frische Luft reinlasse und ich habe dieses Fenster zugemacht und die Heizung aufgedreht. Dabei hätte ich es wissen müssen, weil sein ganzes Leben sich nie um ihn gedreht hat. Er war immer an dem Leben der anderen Menschen interessiert, seines Kindes, seiner Familie, seiner Freunde. Ihm waren Menschen wichtig. Warum sollte sich das jetzt auf einmal ändern? Warum sollte am Ende seines Lebens seine Persönlichkeit auf einmal eine ganz andere werden? Ich werde den Mann nie vergessen. Unter anderem, weil er mich gefragt hat, wie es mir geht, als er im Sterben lag. Und ich habe mir danach oft die Frage gestellt, wie wärst du, wenn du wüsstest, du hättest nur noch ein paar Tage zu leben? Angenommen, du hättest Kraft und Gesundheit, aber wüsstest, jetzt in 3, 4, 5 Tagen wirst du tot sein. Ich bin mir sicher, wir würden nicht ausschlafen in diesen Tagen. Ich bin mir sicher, wir würden nicht sparen in diesen Tagen. Wir würden mit dem Guten verschwenderisch umgehen. Wir würden das Böse völlig ignorieren. Wir würden uns auf das Wichtige konzentrieren im Leben. Dem Unwichtigen würden wir keinen Raum geben. Und es scheint so, als würden wir weise werden, wenn wir nicht mehr viel Zeit haben. Dabei könnten wir die Prioritäten in unserem Leben jetzt schon so legen, als hätten wir wenig Zeit. Auch Jesus hatte mal nur noch wenig Zeit. Und als er nur noch ein paar Tage zu leben hatte, dreht sich alles irgendwie zwar um ihn, aber er will nicht, dass sich alles um ihn dreht, weil er den Fokus auf uns richtet. Und dieser Gottesdienst heute hier ist der Auftakt in das Osterwochenende, das jeden Tag eine andere Bedeutung hat, ein Wochenende, an dem Jesus für die Menschheit stirbt, an diesem Freitag, an diesem Kreuz, wo er tot am Sabbat in dieser Gruft liegt, im Grab, am Sonntag aufersteht und den Menschen zeigt, dass der Tod besiegt wurde. Den Himmel öffnet und den Menschen eine Perspektive zeigt. Aber heute geht es um die letzten Tage seines Lebens und um dieses letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Die letzte Woche von Jesus beginnt völlig ausgelassen. Er betritt an diesem Palmsonntag Jerusalem zu dem großen Fest, an dem die Sünden vergeben werden. Und die Bibel sagt, viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei der, im Auftrag des Herrn kommt, gelobt sei Gott hoch im Himmel. Und als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute.
Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Ich kann das jetzt nicht alles lesen, aber die Stimmung ist heiter und ausgelassen und vor allem Jesus, er ist aktiv. Er säubert den Tempel und schmeißt alle Händler aus diesen heiligen Hallen. Er predigt zu den Menschen. Er erklärt, was gerade passiert. Vor allem erklärt er auch, was am Ende der Zeit passieren wird. Er ist permanent in einer Interaktion mit den Menschen. Nebenbei läuft schon die Episode mit Judas und dem ganzen Verrat. Und Jesus sorgt dafür, dass dieses Zimmer reserviert, wo sie zusammen essen werden. Dort wird er ihnen dann die Füße waschen, er wird sie einstimmen auf das Finale. Und inmitten dieser turbulenten Zeit, in diesen Tagen, fragen ihn die Jünger, wo sollen wir für dich das Passamahl vorbereiten? Und Jesus, so sagt die Bibel, schickt sie zu einem bestimmten Mann in die Stadt und gab ihnen dann den Auftrag, geht zu ihm hin, und teilt ihm mit, dass die Zeit für euren Lehrer gekommen ist. Sagt ihm, dass ich in seinem Haus mit meinen Jüngern das Passamahl feiern will. Er will, dass dieser Tisch in diesem Raum perfekt ist. Es müssen Vorbereitungen getroffen werden. Er will, dass die Atmosphäre perfekt ist. Der Tisch, an dem sie sitzen bzw. liegen werden, wird dafür sorgen, dass sie sich näher kommen wie noch nie zuvor. Und an diesem Donnerstagabend ist der Tisch in Jerusalem wahrscheinlich der wichtigste Ort der ganzen weiten Welt. Jesus hatte offensichtlich alles schon abgesprochen, das Zimmer ist gemietet, das Menü ist wahrscheinlich besprochen, die Miete wahrscheinlich bezahlt. Und ich frage mich, warum um alles in der Welt macht Jesus alles das? Warum organisiert er alles das, wenn er weiß, dass er in 5 Tagen sterben wird? Und zwar qualvoll. Wer geht dann noch in den Tempel? Wer organisiert dann noch ein Abendessen? Er ist sich seines Schicksals bewusst und während er seinem Ende entgegengeht, bereitet er nebenbei seinen letzten Weg vor. Er macht ganz normale Dinge, obwohl ihm eigentlich zu weinen zumute sein müsste. Was ich von sterbenden Menschen gelernt habe, ist, dass sie eigentlich am liebsten ganz normale Dinge weitermachen würden. Die einfachsten Dinge des Lebens. Kochen, Motorsäge benutzen, Brötchen kaufen gehen. Wir, die wir nicht sterben, versuchen dann den Leuten das Ende so spektakulär wie möglich zu machen. Aber ich glaube, die wollen das gar nicht. Und Jesus will auch keine Sonderbehandlung. Jesus ist ein Mann, der nicht will, dass man sich permanent um ihn kümmert. Er ist ein Mann, der eine Verantwortung spürt, eine Verantwortung für seine Brüder, für seine Freunde, für seine Familie. Verantwortung für die Welt. Und Verantwortung übernehmen, für sein eigenes Handeln übernehmen, bedeutet Entscheidungen treffen und bereit sein, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dann auch zu tragen. Sich nicht permanent von einem momentanen Gefühl kontrollieren zu lassen. Wir wissen aus den Texten nämlich, dass er sein Leiden ankündigt. Er redet darüber, aber direkt danach macht er wieder weiter. Wir wissen, dass er emotional mitgenommen ist in dieser Woche. Er weint, er ist aufgeregt, aber er macht immer weiter, weil er eine Entscheidung getroffen hat. Es sind weder sein innerer Zustand noch die äußeren Umstände, die dazu führen, dass er sich komplett auf sich selbst zurückzieht. Ganz einfach, das lerne ich von ihm. Er übernimmt Verantwortung. Er könnte sich sowas von gehen lassen. Er könnte 100-mal sagen, dass er jetzt keine Lust mehr hat. Er könnte beleidigt sein wegen den Menschen. Er könnte sauer sein, weil sie ihn so behandeln. Er könnte enttäuscht sein, weil er verraten wird. Aber er ist ein Mann, der Verantwortung übernimmt und seine Mission durchzieht. Am Ende müssen wir alle irgendwie funktionieren, oder? Ein Chirurg, ein Pilot, ein Erzieher, Fluglotse, Laborant. Wenn wir aufhören zu funktionieren, dann bricht alles zusammen. Auch wenn wir gerade Stress mit unseren Kindern haben, auch wenn wir gerade eine Ehekrise durchleben, hunderte von Millionen Menschen stehen jeden Morgen auf und alles in ihnen sagt, bleib liegen, mein Gefühl sagt, ich habe keine Lust heute. Aber dann schaltet sich so ein Programm der Verantwortung im Kopf ein. Es schaltet sich ein und sagt, du bist für andere da. Jesus in Jerusalem, die Tage vergehen, erst der Sonntag, dann der Montag, der Dienstag. Jeden Morgen steht er früh auf und er weiß, heute bin ich einen Tag näher am Kreuz. Wir wissen das eigentlich schon lange, was uns am Leben hält. Wir brauchen alle einen übergeordneten Sinn und eine tägliche Lebensstruktur und das eine bedingt das andere. Wenn ich keinen übergeordneten Sinn im Leben habe, dann ist alles, was ich täglich tue, einfach sinnlos.
Aber wenn ich überhaupt keine Ordnung im Leben habe, dann verliere ich früher oder später die Vorstellung von einem übergeordneten Sinn. Und ich stolpere von einem Tag in den anderen. Und manchmal, wenn die große Katastrophe ins Leben reinhaut, dann ist die tägliche Struktur das Einzige, das einem Kraft gibt, um zu leben. Deswegen machen Mütter ihren Kindern Müsli am Morgen, schicken sie dann in die Schule, um dann zur Bestrahlung oder zur Chemo zu gehen, damit sie am Nachmittag ein Elterngespräch in der Schule haben können, obwohl sie wissen, dass ihre Überlebenschance gerade bei 12-15% liegt. Warum tut man sowas? Weil Verantwortung übernehmen Leben bedeutet. Und deswegen ist es so, dass Kinder, die nicht lernen, Verantwortung zu übernehmen, es im Leben später schwer haben, mit den Herausforderungen klarzukommen. Jesus übernimmt Verantwortung. Er kümmert sich auch um sich, aber vor allem kümmert er sich um andere. Vielleicht macht er das auch zum Teil, um nicht an den Freitag denken zu müssen, an das Finale denken zu müssen, aber vielleicht tut er es auch deswegen, weil er die kostbare Zeit, die ihm geblieben ist, optimal nutzen will. Und er nutzt sie am Tisch. An diesem Abendmahlstisch bekommt die Welt die wahrscheinlich größte Idee präsentiert und illustriert, die man nur bekommen kann. Er erklärt ihnen, was morgen am Kreuz passieren wird, was die Symbole seines Leidens bedeuten, was Vergebung von Schuld bedeutet und wie sich die Menschheit mit Gott versöhnen wird. Das Abendmahl. Und dann gibt er den Jüngern eine lebensrettende Lektion. Er wäscht ihnen die Füße. Er geht in den Tod und wäscht fremde Füße. Er stirbt und stellt die Frage, wie geht's dir? Stell dir vor, ein sterbender Mann im Krankenhaus steht aus seinem Bett auf mit all den Schläuchen und Verbänden, geht auf seine schwachen Knie und fängt an, deine Füße zu waschen. Was würden wir spüren? Wir würden unglaubliche Demut verspüren. Wir würden in diesem Moment am liebsten diesen Menschen aufheben und ihn sofort ins Bett legen. Keiner von uns würde sich nach hinten lehnen und die Fußmassage irgendwie genießen, sondern wir würden uns nach vorne beugen, ihn zudecken, uns um ihn kümmern. Und wir würden hoffen, dass niemand diese Szene gesehen hat. Das ist es, was Jesus die ganze Woche vorbereitet hat. Ein Modell für uns Menschen. Und er sagt uns eigentlich, lebe so, wie ich gelebt habe. Geh mit Menschen so um, wie du mit einem sterbenden Menschen umgehen würdest, wenn er dir anfängt, die Füße zu waschen. Es gibt diesen Text in Johannes 13, er sagt, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Eine klarere Anweisung von Jesus in der Bibel gibt es kaum. Er sagt, tut, was ich getan habe. Vor allem auch, wenn ihr gerade krank seid, wenn ihr gerade angespuckt werdet, wenn ihr gerade von besten Freunden verraten werdet, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, denn das ist es, was erwachsene Menschen so tun. Sie lassen nicht zu, dass ihre Gefühle kontrollieren, wohin die Reise geht. Kinder können ihre Handlungen nicht oft koordinieren, aber nicht Menschen, die Verantwortung übernehmen. Auch Jesus erlebt Wut. Auch er erlebt Angst und Freude. Alles das hält ihn aber nicht auf. Er geht und bereitet alles vor. Er funktioniert. Warum? Weil er eine übergeordnete Idee hat. Ich sterbe, um euch mit Gott zu versöhnen. Und weil es eine tägliche Lebensstruktur gibt und die zieht er durch bis zum Schluss, sogar als er am Kreuz hängt, heißt die Lebensstruktur für den anderen Dasein. Ob es der Räuber neben ihm ist, der Trost und Vergebung braucht am Kreuz, sei es seine Mutter, die eine Altersvorsorge braucht, sei es die ganze Menschheit, die Schutz braucht, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wäre Jesus nicht bereit gewesen, die Konsequenzen seiner Entscheidungen zu ertragen, wir wären nicht erlöst. Und seine Entscheidung war, sich für uns zu opfern. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und wenn du liebst, dann triffst du Entscheidungen.
Und diese Entscheidungen haben Konsequenzen. Man kann nicht nur ein bisschen lieben. Das ist der Grund, warum die größten Denker, die mächtigsten Könige, die intelligentesten Wissenschaftler den Hut vor diesem Tischler aus Nazareth ziehen und ihre Knie vor ihm beugen. Weil er das Beste verkörpert, was ein Mensch nur verkörpern kann. Und das Beste ist das Beste, weil er selbstlos ist. Und Selbstlosigkeit kann nicht von der momentanen Stimmung abhängig sein. Selbstlosigkeit ist Verantwortung. Und Verantwortung ist Leben. Gottes Sohn, kommt und seht die Liebe selbst, seht den Königsmantel und den Dornenkranz. Unter Schmerz, unter Spott, trägt er stumm das schwere Kreuz und verlassen geht er seinen Leidensweg. Dein Tod hat uns befreit, die Gnade triumphiert und dein Liebesstrom wäscht unsere Herzen rein. Zur Sünde wurdest du und warst doch ohne Schuld. Ein Herz der Liebe ruft, Vater, Sünde zu befreien, voller Ehrfurcht beugen wir uns nun vor dir. Weil du starbst, leben wir und dein Opfer macht uns heil. Deine Auferstehungskraft gibt uns den Sieg. Dein
Lieber Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du dich für uns entschieden hast. Wir danken dir, dass du Verantwortung übernommen hast und dass du es dir nicht anders überlegt hast. Wir danken dir, dass du uns die Schuld vergibst und dass du an keiner Stelle daran gedacht hast, uns alleine zu lassen. Auch wir wollen stark sein, auch wir wollen sein wie du. Auch wir wollen Verantwortung übernehmen, nicht nur für unser Leben, sondern auch für das Leben der anderen um uns herum, insbesondere der Schwachen. Deswegen bitten wir dich, dass du uns Kraft gibst, dass du uns die Augen öffnest und den Mut, über uns hinwegzuwachsen, dass wir uns selbst irgendwie neu erfinden können, immer dann, wenn wir das Gefühl haben, nicht mehr zu wollen oder zu können. Ich danke dir für die Kraft, die du uns gibst, Dinge zu ertragen, die schwierig sind, gerade jetzt. Bitte hilf, dass wir etwas von dieser Kraft abgeben können, dass wir Menschen tragen können, dass wir sie aufrichten können, dass wir Verantwortung übernehmen können. Amen. Normalerweise würde ich euch jetzt einladen. Ich würde euch einladen, aufzustehen, mitzusingen und mit uns in die Anbetung zu gehen. Leider weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das Mitsingen vor dem Fernseher oft nicht so gut funktioniert. Trotzdem ist dieser Teil, dieser Anbetungsteil, mindestens genauso wichtig wie die Predigt oder die Botschaft zu hören. Es ist der Teil, wo du ganz persönlich zu Gott kommen kannst. Ich bitte dich jetzt, dass du einfach dein Handy zur Seite legst, am besten ganz ausmachst, dass du alle störenden Gedanken wegnimmst, dass du nicht überlegst, was du morgen kochen willst, dass die ganze Familie vielleicht kommt, sondern dass du dich jetzt darauf einlässt, Gott zu begegnen, dass wir gemeinsam ein Stück näher zu ihm kommen, ein Stück näher an sein Herz. Umgeben, schaue ich auf zu dir, mein Jesus, oh mein König, mein Blick liegt nur auf dir. Treu bist du gewesen und treu wirst du mir sein, denn dein Wort gilt für immer bis ans Ende aller Zeit. Und ich war der König aller Welt, ist der mein ganzes Leben in seinen Händen hält. Ich folge deiner Stimme, sie führt mich raus aufs Meer, dort ins Ungewisse, näher an dein Herz. Will ich nicht mehr zurück, auch wenn der Weg nicht leicht ist, fass ich neuen Mut. Du bist vorausgelaufen mit Dornen und dem Kreuz. Du hast nicht aufgegeben und nichts davon bereut. Und ich weiß, der Gott des Universums, König aller Welt, ist der mein ganzes Leben in seinen Händen hält. Ich folge deiner Stimme, sie führt mich raus aufs Meer, dort ins Ungewisse, näher an dein Herz. Lässt du mich nicht allein,
selbst wenn die Nacht noch lang ist, bin ich mir gewiss, dass du mich an die Hand nimmst, den Weg vor mir erhältst. Du tätest das für jeden, weil jeder für dich zählt. Weil jeder für dich zählt. Von Dornen einst gekrönt, krönt nun die Herrlichkeit, vor dem der uns die Füße wusch, knien wir in Ehrfurcht heut. Denn der die Schuld und Sünde trug, kleidet nun vollkommene Liebe strahlt um ihn, ein Glanz, den jeder sieht. Dein Name heißt, du hast gesiegt, die Ehre sei dir, Majestät. Dein Name heißt, du hast gesiegt, die Ehre sei dir, Majestät. Angst, die uns festhielt, beugt sich dem, der unser Friede ist. Sein letzter Zug am Kreuz ist der, der nicht will leben. Dein Name heißt, du hast gesiegt, die Ehre sei dir, Majestät. Dein Name heißt, du hast gesiegt, sei dir, Majestät. Ich steh auf durch deinen Geist, aus der Asche der Ruin,
Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Herr, dein Name macht mich frei, ich verkünde deinen Sieg. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Ich steh auf durch deinen Geist aus der Asche der Ruin. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Herr, dein Name macht mich frei, ich verkünde deinen Sieg. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Ich steh auf durch deinen Geist aus der Asche der Ruin. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Herr, dein Name macht mich frei, ich verkünde deinen Sieg. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Lässt mich nun auferstehen. Soldaten warten dort am Grab, 3 Tage doch umsonst. Sein Körper lag nicht länger da, Gott hat das Grab geräumt. Gott hat das Grab geräumt. In der letzten Woche überlegt, wann ich denn zum ersten Mal sowas wie Verantwortung gespürt habe. Und mir ist sofort eine Situation eingefallen. Ich habe eine Schwester, die ist 2 Jahre jünger, und als wir Kinder waren, haben wir uns ein Bett geteilt. Wir haben dort zusammen geschlafen und jeden Abend hat sie mich um etwas gebeten, weil sie hatte immer furchtbare Albträume, und jeden Abend kam die Frage: Julia, kann ich deinen Arm haben? Und ich, wie es eine große Schwester macht, habe gestöhnt, weil es furchtbar unbequem war, so einzuschlafen mit dem Arm an der Seite, den sie umklammert hielt. Ich habe es trotzdem gemacht, ich habe ihr meinen Arm gegeben, und es war tatsächlich furchtbar unbequem. Aber wenn ich gemerkt habe, wie sie dann langsam und ruhig eingeschlafen ist, dann war es so ein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass man gebraucht wird und dass man jemand anderem etwas Gutes tun kann. Ein Gefühl, das ich bis heute noch in Erinnerung habe. Und ich wünsche euch, dass auch ihr Situationen erlebt, wo ihr gebraucht werdet, und dass Gott euch dann den Mut und die Kraft schenkt, diese Verantwortung wahrzunehmen und nicht daran vorbeizugehen. Ich habe zum Abschluss einen ganz kurzen Bibelvers für euch rausgesucht, der sowohl ein Segen ist, als auch euch mit in die Verantwortung nimmt. Der steht in 1. Petrus 3, Vers 9. Vergelt nichts Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt.